Unterstützungsteam, bitte kommen. Ich bin beim Bohrschacht angekommen. Position bestätigt. Manelak lakri nabi nekemraka galajiwa nimok. Ebemgam niyama naya aikam. Macht ihr Fortschritte? Schaffen wir es, Makep zu stabilisieren, bevor der Planet explodiert? Nulelak apa jam kangram. Amkanem nang nemua inuk. Yamemgi. Benak akalak. Ich habe mir die Minenpläne durchgesehen. Ich kann die Daten bestätigen. Und anscheinend sind die Maschinen ausgeschaltet. Ihr müsst die Notgeneratoren einschalten, um die Turbolifts und Sperren mit Energie zu versorgen. Aber es gibt da unten Lebensformen. Große Lebensformen. Sprechen wir von Tieren? Eine auf Makep einheimische Art? Berichten zufolge haben die tiefen Bohrungen zu einer Art Verseuchung geführt. Darum wurde die Bohranlage wohl auch verlassen. Könnte sich um Verwandte dieser Kreaturen in den Höhlen um Festung 1 handeln. Seid auf jeden Fall vorsichtig. Unterstützungsteam Ende. Boden an Unterstützungsteam. Etwas blockiert meinen Weg. Der Minenschacht ist verschlossen. Ich sehe in den Plänen nach. Das Verschließen ist Standardvorgehen, wenn eine Anlage verlassen wird. Es sollte aber einen anderen Weg geben. Okay, ich schicke Details. Geht weiter rein und macht euch bereit, das Experiment durchzuführen. Bodenteam an Unterstützung. Wir sind in Position. Verstanden. Gebt Bescheid, sobald ihr die Ausrüstung ausgepackt habt. Nikak nanu indu. Akalak nebu ruma. Alem gugu indu. Nebek namkar. Die Ausrüstung scheint die Kreaturen anzuziehen. Das könnte ein Problem sein. Kananimu. Ist der Induktor vollständig geladen? Zu 100%. Bereit, wenn ihr es seid. Mamni lebek bak manuk. Meraka naja ki namapamyak. Klein oder nicht, ich bin Kilometer unter der Oberfläche. Jede Erschütterung könnte mich lebendig begraben. Ihr müsst euch so weit wie möglich entfernen. Beim Höhleneingang gibt es einen Schutzraum. Los! Keine Bewegung. Waffen bereithalten! Wisst ihr, was witzig ist? Ich dachte, der Archon wäre paranoid. Wer überwacht schon eine alte Bohranlage? Der Hutte schickt euch. Warum? Was wollte er denn hier finden? Die Schnecke überwacht jeden Monitor auf dem ganzen Planeten. Er bekommt richtig Angst vor dem Imperium. Wir sollten alle, die wir hier finden, gefangen nehmen oder wenn nötig töten. Ich glaube, es ist möglich. Trupp 79 zum Transporter. Wir brauchen Verstärkungen. Verdammt! Ich würde euch lieber selbst umbringen. Aber der Einsturz wird das erledigen. Lebt wohl. Ihr sollt verdammt sein.
Flugzeit? 6 Stunden. Ihr wird die Luft ausgehen. Mein Sith Lord, vergebt uns, dass wir nicht früher kommen konnten. Wie sieht es beim Gravitationsanker aus? Sind die Informationen angekommen? Der Anker ist sicher, aber die Hälfte des Teams ist zur Minenplattform weiter oben gegangen. Wir haben dort gewartet, während die Kreaturen verschwunden sind. Aber wir haben die Daten. Nadrin und die anderen glauben, dass sie Markeb retten können. Immerhin sind wir auf dem richtigen Weg. Wie lautet der Plan? Wir können oben alles besprechen. Die Laserbohrer sind der Schlüssel. Da lebt noch jemand. Regulator-Söldner, mein Sith Lord. Begraben unter dem Schutt, aber immer noch am Leben. Die Söldner müssen lernen, mit wem sie es zu tun haben. Tötet die meisten. Die anderen lasst ihr leiden und schickt sie nach Hause. Ihre Kameraden sollen es sich zweimal überlegen, ob sie uns erneut angreifen. Irgendwelche Besonderheiten bei der Ausführung? Handbuch für psychologisches Vorgehen, Anhang 2. Seid nicht so zimperlich. Ich hatte beim Logistikministerium viel Zeit zum Lesen. Wir sehen uns auf der Plattform. Akir Marakinika? Namke Kirumyahanyan? Die Software für die Laserbohrer ist fertig. Sie sollte die Genauigkeit steigern, aber wir haben noch nie mit Markeb-Geräten gearbeitet, also... Achtung, alle! Die Besprechung beginnt. Karipakayangnaya, Harakam Sergmera. Nibaga Glamka, Gakyam. Glagnimu Amya Galak. Das Experiment hätte mich fast unter der Oberfläche eingeschlossen. Zwingt mich nicht, euch zu ersetzen. Belari Mimuchu. Bimnu Kepam Umnaknepak. Sie befassen sich immer noch mit den Details. Aber so wie es aussieht, müssen wir mehrere Minenplattformen vollständig besetzen. Garenurak. Das Problem ist, dass sich unser Team mit diesen verfluchten Dingern nicht richtig auskennt. Wir brauchen Experten, Ingenieure und Leiter, die die Minenlaser nach unseren Vorgaben bedienen können. Die Bewohner von Markeb kennen diese Maschinen besser als jeder andere. Wo finden wir Arbeiter? Das ist das Problem. Seht. Hier ist der Archon an das Kommando des Phobium-Trupps. Die imperialen Streitkräfte sind verzweifelt. Und ich glaube, sie versuchen noch möglichst viel Isotop 5 abzubauen, bevor der Kern explodiert. Aber die Imperialen brauchen Hilfe. Eure Leute sollen alle Ingenieure der Ebene 7 und darüber in Schutzhaft nehmen. Er irrt sich bei unserem Ziel, aber das spielt keine Rolle. Der Archon hat die Leute, die wir brauchen, durch Tarnkommando-Söldner entführen lassen. Es erspart uns die Mühe, diese Arbeiter selbst zu finden. Jetzt müssen wir nur noch diesen Söldnern folgen. Der Phobium-Trupp ist ein inoffizielles Team aus Regulator-Söldnern. Attentäter, die die Hutten mit Kybernetik gekauft haben. Sie halten die Arbeiter in Bebenschutzräumen fest. Einige Chefingenieure, die entkommen konnten, haben sich einer republikanischen Flüchtlingskarawane angeschlossen. Es wird nicht lange dauern, bis der Phobium-Trupp sie auch erreicht. Ich habe nicht oft die Chance, Zivilisten vor ihren Unterdrückern zu retten. Das könnte interessant werden. Eine Sache noch. Wir entschlüsseln immer noch den Befehl. Aber anscheinend hat der Archon einen Isotop-5-Droiden geschickt, der dabei helfen soll, die Karawane zu sichern. Nur, um die Sache ein wenig zu erschweren. Ich bleibe von hier aus mit euch in Kontakt. Lasst uns wissen, wenn ihr etwas braucht.
bitte. Wir haben alles getan, was ihr verlangt habt. Nicht eure Schuld. Ich habe neue Befehle, euch zu erledigen. Was? Geht zur nächsten Minenplattform. Dort seid ihr in Sicherheit. Geht. Die Söldner sind kein Problem mehr. Ich werde sie mit einem Team in Sicherheit bringen. Gut gemacht. Was ist hier los? Ihr gehört nicht zu den Hutten. Zeigt ein bisschen Dankbarkeit. Wir bringen euch in Sicherheit. Es ist ein Privileg, euch bei der Arbeit zuzusehen. Ich nähere mich den Koordinaten der republikanischen Evakuierungskarawane. In Ordnung. Sie besteht aus lauter Zivilisten, die vom Planeten fliehen wollen. Aber darunter sind auch drei Mitglieder des Bergbau- und Geologieausschusses der Regierung. Die klügsten Ingenieure auf Makeb. Holt sie da raus, dann sieht alles gut aus. Sie hatten eine Maschine dabei. Ein gewaltiger Droide. Eine Isotop-5-Einheit, die in der Lage ist, die republikanische Infanterie niederzumetzeln. Vielleicht wird das Ganze doch noch interessant. Ich kann nicht. Wer seid ihr? Seid still. Der Phobium-Trupp muss aufgeholt haben. Und unsere Informationen über den Isotop-5-Droiden scheinen korrekt gewesen zu sein. Seid extrem vorsichtig. Bleib zurück! Zurück! Ich habe Gerüchte gehört, dass die Imperialen auf Makeb sind. Aber hier geht es nicht um den Krieg. Wir bringen nur Zivilisten von dieser Welt. Die Hutten sind Feind genug für uns beide. Mit euch reisen drei Ingenieure. Ich will mit ihnen sprechen. Ich weiß nicht, ob ich das tun kann. Es ist in Ordnung, Captain. Wenn ihr wollt, dass wir Minenarbeit für euch leisten, kommt ihr ein wenig zu spät. Es heißt, der Planetenkern sei instabil. Hier bricht alles auseinander. Das Imperium fordert eure Dienste. Folgt mir. Ich denke nicht. Diese Leute stehen unter meinem Schutz. Ich lasse nicht zu, dass ihr sie entführt. Ihr habt keine Wahl. Nur unsere republikanische Eskorte. Bisher. Ihr wolltet uns. Wir ergeben uns. Ihr könnt es euch leisten, alle anderen vom Planeten entkommen zu lassen. Es darf keine Überlebenden geben. Sie werden ihrem Schicksal nicht entgehen. Unterstützungsteam, wir sind hier fertig. Ich schicke ein paar Männer, um eure Rekruten abzuholen. Ich denke nicht, dass sie Ärger machen werden. Wenn ihr bereit seid, trefft uns an der Minenplattform. Der wissenschaftliche Trupp ist so gut wie fertig mit der Vorbereitung. Zeit, den Planeten zu retten. Sind alle hier? Mit eurer Erlaubnis beginnen wir dann mit der Besprechung. Nanikara Mirek Agam, Ja Uglebek. Die Isotop-5-Vorkommen in Makebs Kern erzeugen starke Gravitations- und elektromagnetische Felder. Bis vor kurzem haben diese Felder für das Gleichgewicht des Kerns gesorgt. Die rapide Extraktion von Isotop 5 hat dazu geführt, dass die Felder fluktuieren und der Kern destabilisiert wird. Jetzt zerreißt Makeb von innen heraus.
Nebaga Imana, Naki Naya, Bila Magnam Unya Kamna Lebek. Ich bin ganz ohrnah drin. Warum sollten wir die Zerstörung des Planeten vorantreiben? Nani Kara Mirek Agam, Ja Uklebek. Der Mantel wird nicht genug Zeit haben, um vollständig zu brechen, bevor der Kern wieder in ein neues Gleichgewicht kommt. Die Beschleunigung wird dem Planeten hart zusetzen. Die Beben werden schlimmer werden und die Nachbeben werden Monate andauern. Die Tafelberge werden zerfallen, die Städte brennen und die freigesetzten Gase werden wahrscheinlich die Atmosphäre vergiften. Aber es bleibt nur das oder völlige Zerstörung. Es wird ein neues Makeb geben. Und wenn es vorüber ist, wird das Isotop 5 intakt sein und kann wieder abgebaut werden. Ein gefährlicher Plan. Aber mehr haben wir nicht. Fangen wir an. Kambul Jaki Nanu. Kinama Ami Bina Wankam Karak. Das Timing ist perfekt. Die gesamte Bevölkerung flieht vom Planeten. Das schafft uns also bei der Arbeit die Hutten vom Hals. Aber der Ashon glaubt immer noch, dass wir versuchen, das Isotop abzubauen. Er hat seine Streitkräfte geschickt, damit sie die Laserbohrerplattformen blockieren. Alle seine Streitkräfte. Der Feind ist bereit zur Schlacht. Mit welchem Widerstand habe ich zu rechnen? Ihr solltet die Armeen des Ashons bei 3 Bohranlagen zerschlagen, damit unsere Technikteams vorrücken können. Wir haben gesehen, dass Isotop 5 Droiden auf dem Weg zur nächsten Plattform sind. Wir konnten abhören, dass sie speziell auf euch als Ziel programmiert sind. Ihr solltet das als Kompliment betrachten. Der Archon hat den Krieg erklärt. Ich bin eine Armee und ich werde siegen. Technikteams bereit machen zum Aufbruch. Für das Imperium! Lord Sytarat hätte sicher einen taktischen Rat gehabt. Aber alles, was ich sagen kann, ist, erledigt diese Widerlinge. Die Plattform ist gesichert. Schickt das Technikteam. Technikteam ist auf dem Weg. An die Station. Bedeck, das Bohrprogramm laden. Wann? Den Laser vorwärmen. Eine Plattform gesichert, noch 2 vor mir. Und auf der nächsten ist ein Regulatorbataillon stationiert. Der Archon schickt Schwebepanzer, eine Luftstreitmacht und gepanzerte Marines, die vom Kriegshund angeführt werden. Sich allein einer ganzen Armee zu stellen, ist eine glorreiche Sache. Auf in den nächsten Kampf. Ich sende euch jetzt die taktischen Daten. Der Kriegshund hat unsere Lieblings-Söldner-Kompanie gegründet. Er ist 70 Jahre alt und in einen Kampfanzug gehüllt. Er hat Schlachtschiffe erobert. Und er ist unser zweitgrößtes Problem. Oberste Priorität haben die Himmelsjäger, die für Gefechte in der niederen Atmosphäre gebaut sind. Sie zerlegen unsere Ingenieure, wenn wir uns keine mobile Artillerie besorgen. Ich gehe davon aus, dass die Söldner über sämtliche Ausrüstung verfügen, die wir benötigen. Wo finde ich Luftabwehrraketen? Die nächste Waffenkammer ist weit weg, aber der Trupp des Kriegshund führt selbst P-20-Suchraketen mit sich. Die sollten völlig ausreichen. Ich nehme mir die Raketen von den Leichen seiner Männer und setze den Himmel in Brand. Wenn ihr den Kriegshund ausschalten könnt, wäre das ein schwerer Treffer für die Kampfmoral des Feindes. Aber Trophäen nützen uns nichts, wenn unsere Ingenieure dafür bluten müssen. Unterstützungsteam Ende. Viel Glück. Thank you.
zweite Plattform gesichert. Schick die Ingenieure. Sie sind unterwegs. Kümmert euch hier um alles. Gibt es Informationen über das letzte Ziel? Die letzte Bohrplattform wird von schweren Geschützen und der persönlichen Garde des Archons beschützt. Whippets und ihre Jagdtiere. Die Whippets und ihre Hunde können unsere Männer riechen. Und selbst wenn unsere Ingenieure durchkämen, könnten diese Geschütze die Plattform immer noch vernichten. Commander Gerouge hat den Gravitationsanker im Namen des Archons überwacht. Er war auch ein Whippet. Der Archon mag sie. Sie sind stark, kämpferisch und klüger, als sie aussehen. Galajiwa Nimok. Ebengam Nyama Naya Aigam. Ich habe die letzte Plattform unter Kontrolle gebracht. Das war es dann. Hoffen wir auf das Beste. Der Laserbohrer läuft auf voller Stärke. Wir folgen eurem Programm. Die Hutten berichten, dass der Pirata-Tafelberg gerade eingestürzt ist. Sagt mir, dass es funktioniert. Niola, Ola. Verkleinert Strahlung 0,02%. Der Bohrschacht wird von Magma. Ihr könnt stolz auf euch sein. Dieser Planet lag im Sterben. Aber heute haben wir den Tod ausgetrickst. Hier ist Station 1. Einer unserer Stabilisatoren ist explodiert. Lasst uns endlich gehen. Wir können den Planeten noch verlassen und werden euch nie wieder belästigen. Bitte. Der Auftrag ist erst erfüllt, wenn dieser Planet nicht mehr bebt. Eure Leben sind bedeutungslos im Vergleich zu Makeb. Haltet euch das vor Augen, wenn die Plattformen auseinanderbrechen. Alle Ruhm dem Imperator. Nanikara Mirek Adam, Ja'ukledek. Mein Sith Lord. Eine Nachricht von Darth Maar. Aber ich habe Interferenzen. Die Flotten der Republik und der Hunden verlassen das Makeb-System. Sie berichten, dass der Planet in seinen letzten Atemzügen liegt. Unsere Feinde verstehen unsere Pläne nicht. Sie glauben, dass das Imperium verloren hat. Aber wir haben gewonnen. Makeb ist stabil. Bereitet eine Armee vor, um den Planeten einzunehmen. Nun denn. Wenn die letzten Schiffe der Republik und der Hunden geflohen sind, schicke ich meine Flotte, um den Planeten zu sichern. Makeb wird vor Ende der Woche uns gehören. Gut gemacht, Zorn. Mem Angab Kugab, Kramanik, Unkal Kiga Mayamak. Wenn niemand mit der Außenwelt kommunizieren kann, sind die Chancen für die Verbreitung der Wahrheit minimal. Das stimmt. Es könnte ein Segen sein. Wenn ihr abreisebereit seid, können wir uns erneut hier treffen. Feiert den Sieg und erholt euch. Karakam Konkak. Kuamanan Binimak. Das Protokoll verlangt, das Alarmsystem zu aktivieren. Gagi Nepaninu. Hamkam Bina Begnemu Kemgram. Lane hat es nicht geschafft. Protison ist verletzt, aber er kann ein Gewehr halten. Nadrin, Sergeant,
Situationsbericht. Sofort. Wir wurden von den Truppen des Archons angegriffen. Ein Dutzend Regulatoren mit einer Angriffssphäre. Jukagi Nempanino. Amkabino Beknemukamgam. Die Feiglinge haben sich unsere Leute geschnappt und sind weggerannt. Sie wollten Gefangene zum Befragen. Wenn der Archon erfährt, dass wir Makeb gerettet haben, wird die Huttenflotte niemals abziehen. Wir müssen Nia und die anderen finden. Ja, mein Sith Lord. Diese Fähre ist zum Anwesen des Archons geflogen. Ich habe nur noch 2 unverletzte Männer und ein Blasterpack. Aber wenn ihr zurückschlagen wollt, kann ich euch Feldinformationen besorgen. Ich will genau wissen, was unser Feind vorbereitet hat. Wie sehen die Verteidigungen des Anwesens aus? Rechnet mit viel Automatisierung. Droiden, Geschütze, Partikelschilde. Alles, was der Archon zurückgehalten hat oder nicht auf dem Schlachtfeld einsetzen konnte. Er weiß, dass ihr kommt. Und er hat den Heimvorteil. Also ist es genau genommen eine Todesfalle. Nelalu kam ihm näher, Mega. Nagaka, Manyala Liga. Nemua Bemguana. Kumia Yang Memgamba Paka. Nepum Inuaka. Lanubuma Mapulevek. Wollt ihr damit sagen, dass ihr alles auf Makeb zerstören könnt, indem ihr die Bora anpasst? Ninyapnam Naji? Hirokpiko Kamperkamnam? Ihr solltet besser gehen. Die Gefangenen sollten mittlerweile gelandet sein. Was bedeutet, dass der Archon bereits seine Schmerzdroiden poliert. Außerdem, sollte er sie zum Reden bringen, wird die Huttenflotte euch, mich und Nadrins Bora aus dem Orbit heraus zusammenschmelzen. Macht sie fertig! Wir haben die Kontrolle über die Wachstation, aber es gibt heftigen Widerstand. Empfehlungen? Das größte Problem sind die Kraftfelder. Der Archon hat sein Anwesen gut mit diesen Dingern versiegelt. In Ordnung. Wie dem auch sei, auf dem Gelände sind überall Lasergeschütze. Richtet sie auf das Anwesen. Die Feuerkraft könnte reichen, um die Kraftfelder auszuschalten. Nadrin, wie schwierig wäre es, das Anwesen mit einem Beben zum Einsturz zu bringen? Nebaga imana, naki naya, bila magnan unya kamna lebek. Und uns würden die weiterführenden Hinweise ausgehen, wenn sich herausstellt, dass die Geiseln nicht dort waren. So können wir den Archon selbst befragen, wenn es sein muss. Sobald die Kraftfelder deaktiviert sind, sollte er direkt zu erreichen sein. Das Kraftfeld flackert, aber es ist noch nicht deaktiviert. Ihr braucht mehr Feuerkraft. Alles erfährt. Boden an Unterstützungsteam. Ich habe die vermissten Leute gefunden. Suche nach Überlebenden. Mein Sith Lord, es tut mir so leid. Der Archon, er hatte Maschinen. Er hat eine Röhre in meinen Kopf gesteckt. Er weiß, dass wir den Planeten gerettet haben. Der Mistkerl wird das den Hutten erzählen. Wo ist er hin? Wir müssen verhindern, dass der Archon eine Nachricht vom Planeten abschickt. Ich habe versagt. Aber ich bin nicht dumm. Er ist da lang. Ich habe 300 Leute, die auf Fähren warten. Ihr habt versprochen, dass genug Zeit zur Evakuierung ist. Ihr wurdet bezahlt. Das allein sollte eure Affenzunge zum Schweigen bringen. Außerdem explodiert Makeb nicht und ich habe jetzt den Beweis dafür. Bereitet einen Angriff auf alle imperialen Stellungen vor. Sobald die atmosphärischen Störungen verschwunden sind, alarmiere ich die Flotte.
Archon, ihr habt meine Leute angegriffen. Ihr habt sie gefoltert. Habt ihr gedacht, ich würde euch nicht finden? Aber nein. Die Eroberung von Festung 1, die Übernahme der Laserbohrer, um Makeb zu retten. Ihr habt mich von Anfang an beeindruckt. Doch leider wird es das Hutten-Imperium sein, das sich Makebs Schätze sichert. Meine Leute werden nicht länger verspottet, sondern beneidet werden. Wir werden keine Kriminellen sein, sondern Könige. Spürt ihr die Erschütterungen? Wenn ihr glaubt, Makeb wäre nicht mehr dem Untergang geweiht, müsst ihr verrückt sein. Archon? Wenn ich verrückt wäre, würdet ihr nicht so verzweifelt versuchen, mich aufzuhalten. Und ihr nennt euch Kämpfer? Dann seht, was ein Archon des alten Hutten-Imperiums alles tun kann. Nicht gewonnen, hört ihr mich? Euer Geheimnis ist bereits bekannt. Meine Söldner sind überall auf Makeb verteilt. Ihr könnt sie nicht aufhalten, bevor sie meine Flotte kontaktieren. Doch, können sie. Sie müssen nur jeden auf dem Planeten töten. Unterstützungsteam, beginnt mit der Ausrichtung der Laserbohrer. Wir werden Beben an jedem Aufenthaltsort der Söldner auslösen. Ein netter Bluff. Wäre nicht die erste Welt, die das Imperium vernichtet? Maharunga Naya Meponen. Karakam Gegania. Kemapa Amkam Naya. Kimino Nemu. Naja Naya Akam. Zu viele Leute kennen die Wahrheit. Zieht einen Schlussstrich und tötet sie alle. La Namja Memoir. Ihr seid wahnsinnig! Beendet das! Alle Einheiten, sucht Schutz! Sucht Schutz! Tut, was ihr könnt, um unsere Leute zu verschonen. Die Söldner haben jedoch Priorität. Wir sind fertig. Ich kann meine Hände nicht spüren. Ich hätte gern noch einmal Drum und Kaas gesehen, aber ihr sorgt dafür, dass es das wert war, ja? Makeb, meine ich. Solange der Krieg anhält, ihr sorgt dafür, dass wir überleben. Vielleicht ist noch Zeit, einen Sanitäter für euch zu holen. Versucht nicht zu sprechen. Es ist in Ordnung. Wir wussten, dass es eine Selbstmordmission ist. Ich glaube nicht, dass ich es anders ertragen hätte. Es war mir eine Ehre, euch zu dienen. Besser als den Rest meines Lebens Kisten zu etikettieren. Bodenteam an Unterstützung. Der Planet ist sicher. Hier spricht Sergeant Badarou.
Ich denke, wir sind fertig. Aber Darth Maar wird einen Bericht von der Station brauchen. Ich werde alles vorbereiten. Unterstützung in... Ist der Planet stabil? Laboram Amka. Mamni Nigak. Nagnaya Mamni. Gambram. Sergeant Bedarö kümmert sich um die Sicherheit am Boden. Er war ein würdiger Ersatz für Lord Sutarat. Genug. Dieses Ergebnis hatte ich nicht erwartet, Zorn. Aber es ist dienlich. War euer Team zufriedenstellend? Katania hat sich selbst für die Mission geopfert. Andere auch. Man sollte sich an sie erinnern. Lasst ihre Namen in die Mauern von Kaas City eingravieren. Es wird ihr Denkmal sein. Oder ihr Scheiterhaufen. Danke, mein Lord. Während des nächsten Monats wird jedes Gramm Isotop 5, das wir gewinnen, für unsere Verteidigung benötigt. Die nächste Phase des Krieges beginnt. Das Huttenkartell ist schwach und verstreut. Und die Jedi werden sich wieder uns zuwenden. Endlich sind sie bereit, Blut zu vergießen. Ihr hattet mit dem Isotop etwas Besonderes vor. Nicht nur imperiale Verteidigungen. Ihr versteht nicht. Wir benötigen eine Verteidigung gegen das hier. Mitbürger der Republik, die Huttenkrise ist vorüber und wir haben erneut bewiesen, dass Mitgefühl keine Schwäche ist, sondern unsere Stärke. Deswegen stehe ich jedoch nicht vor euch. Stattdessen kann ich endlich bestätigen, was viele seit Monaten vermuten. Der Sith-Imperator ist tot. Ein Jedi-Stoßtrupp hat den Imperator kürzlich während eines Angriffs auf Drum und Kaas angegriffen. Ein gemeinsamer Ausschuss des SID und der Jedi hat festgestellt, dass der größte Schurke der Galaxis für immer verschwunden ist. Das ändert nichts am bevorstehenden Kampf. Der Rat der Sith ist weiterhin die wahre politische Macht im Imperium. Aber es ist eine Nachricht an die Sith und ihre Anhänger. Ihr seid die Nächsten. Sie sagen die Wahrheit. Der Imperator ist fort. Er ist tot oder liegt im Sterben. Egal, was unsere Propagandisten sagen. Niemand wird um ihn trauern. Ihr sagt, der Imperator sei fort. Was ist mit ihm geschehen? Die Jedi haben ihn niedergestreckt. Er ist nicht sterblich wie wir. Aber er spricht nicht mehr zum Rat. Jetzt ist unsere Chance, das Imperium in den Flammen der Schlacht neu zu schmieden. Es in ein Sinnbild von Einigkeit und Stärke umzuformen. In den kommenden Monaten werden wir der republikanischen Offensive und jenen, die uns von innen heraus schwächen wollen, gegenüberstehen. Und gestärkt daraus hervorgehen. Zu viele Sith wie mein alter Meister haben gegen die Interessen des Imperiums um Macht gekämpft. Zu viele Moffs haben Inkompetenz toleriert. Das Imperium muss sich verändern. Und wenn wir am Abgrund des Todes stehen müssen, um das zu erreichen, dann soll es so sein. Wir stehen geschlossen. Heute habt ihr uns Zeit verschafft. Isotop 5 wird das neue Fundament des Imperiums finanzieren. Und die Republik weiß nichts von unseren Taten. Wir werden sprechen, wenn der Feind erneut angreift. Gemeinsam werden wir über das Schicksal des Imperiums entscheiden und die Galaxis zurückerobern.